Ist er das? Na klar ist er das, der Stefan Rutenbeck. Genau wie alle seine Kleeblatt-Profis hat sich auch der Cheftrainer der Spielvereinigung Greuther Fürth zum Schulstart blicken lassen. An insgesamt 29 Schulen in Fürth und Umkreis hat sich das Kleeblatt wieder zum Anfassen gezeigt. Also als Schulleiter bin ich sehr dankbar, dass solche Aktionen stattfinden. Es bringt zum einen Abwechslung in den Schulalltag und zum anderen lernen die Kinder und auch die Kolleginnen und Kollegen Leute mal aus der Nähe kennen, die sie sonst nur aus den Medien und aus der Distanz kennengelernt haben. Zusammen mit Maskottchen Eddie war Stefan Rutenbeck an der Fürther Seeacker-Schule zu Gast und beide hatten, wie die Profis an allen anderen Schulen auch, Autogrammkarten und die beliebten Kleeblatt-Hausaufgabenhefte im Gepäck. Ja, es ist schon sehr wichtig, dass wir auch mit in die Schulen reingehen. Wir müssen präsent sein bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Dass sie wissen, dass ein großer Verein wie die Spielvereinigung auch ein wichtiger Bestandteil des Alltags ist. Und macht natürlich auch riesig Spaß. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Spielvereinigung Greuther Fürth für diese Aktion, an der wir ja schon seit einigen Jahren teilnehmen und auch weiterhin gern teilnehmen werden. Na dann, fürs anstehende Schuljahr sind ja jetzt alle gut in Weiß und Grün ausgerüstet und nächstes Jahr kommt dann das Kleeblatt wieder an den Fürther Schulen vorbei. Versprochen.